Hey Leute und ja, willkommen zu einem neuen Splatoon 3 Video, in welchem ich euch heute alle wichtigen Infos zum vor kurzem erschienenen 1.1.2 Update mitgeben möchte. Was genau der Inhalt des Updates ist und weshalb wir schon bald mit einem neuen Event im Spiel rechnen können, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Splatoon 3 Discord-Server aufmerksam machen, auf welchem ihr euch zum einen zu Rankkämpfen sowie für den Simon Run verabreden könnt. Also wenn ihr Bock habt, den Link zum Discord findet ihr entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich regelmäßig streame. Also falls ihr mich noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Das neue Splatoon 1.1.2 Update ist nun online und bringt so einige Bugfixes und Multiplayer-Optimierungen mit sich, was ich finde das Spiel auch wirklich nötig hat. So wurden laut den Patchnotes zusätzliche Maßnahmen implementiert, die die Häufigkeit bei den Online-Verbindungsabbrüchen in Zukunft reduzieren sollen. Des Weiteren wurden, wie bereits erwähnt, auch einige Bugfixes vorgenommen. So wurde unter anderem ein Problem bei den Kleckstopplern gefixt, bei der die Ausweichrolle in manchen Situationen nicht wirklich geklappt haben soll. Des Weiteren wurden Bugfixes bei dem Splatana sowie bei der Drop-Roller-Fähigkeit vorgenommen. Zusätzlich wurde noch ein Problem gefixt, welches während der Boya-Bomb aufgetreten ist, und einige Map-Glitches wurden ebenfalls gefixt. Abseits der Matches wurden des Weiteren auch einige generelle Probleme behoben, welche in der Vorgängerversion noch zu Abstürzen gesorgt haben. So wurde ein Bug gefixt, welcher wohl verhindert hat, dass man einen zweiten Katalog im Spiel freischaltet, und die Spieler, die im ersten Splatfest durch einen Bug keine Supermuscheln bekommen haben, sollten diese nun auch haben. Abseits der Patchnotes hat Nintendo nochmal darauf hingewiesen, dass sie in Zukunft auf jeden Fall weitere Optimierungen in Form von Updates für die Online-Stabilität veröffentlichen werden, was, wie ich finde, wie gesagt auch wirklich nötig ist. Und zudem wiesen sie nochmal darauf hin, dass man nicht bewusst aktuelle Bugs ausnutzen sollte, da dies zur Ausschließung des Multiplayers führen kann. Aber ja, soviel zu den neuesten Infos zum neuen 1.1.2 Update. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass mit dem neuesten Update ebenfalls auch der neue Spielmodus für den Simon Run heimlich mit integriert wurde. Dazu wird es aber nochmal ein separates Video von mir geben. Ansonsten ja, hoffe ich, euch hat mein kleines Splatoon-Update-Video ein klein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten ja, würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.